Willkommen im vierten Part. Immer noch sind wir dran. Also, ja, wir haben noch keine so eine richtige OP-Armee, wie ich es eigentlich will. Das ist gar nicht möglich irgendwie. Weil es überall die Türen sind. Sie sind einfach schnell. So ist es. Ich werde gerade angegriffen. Das ist nett. Aber ich denke, unsere Helden sind das schon. Ja, also ich gehe natürlich auf Gebäude. Aber ich verteidige, wie es geht. Und das scheiß Katapult, glaube ich, kaputt. Ich muss kurz weg. Okay, es kann weitergehen. Ja, wir wären gerade angegriffen. Aber da gibt es natürlich auch eine Gegenchance für uns. Dadurch, dass sie jetzt alle Truppen für uns schicken, können wir näher sozusagen kontern und unsere Armee reinschicken. Die nervigen Kleinen, wo es echt so viel mal müssen. Katapult Kugel weg. Ich hasse es. Ja, es gibt dem wahrscheinlich noch mal einen kurzen Cut. Aber es sollte ja nicht schlimm sein. Ich bin die Stille selbst. So. Truppe. Jetzt würde ich sagen, gar nicht vollbar. Das heisst, jeder Held kommt. Jeder. Unser neues Gebäude ist bereit. Nur noch ein paar Bogenschützen. Wir dienen der Eisenkrone. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Wart für den Hexenkönig. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Baut es stark. Turm noch machen. Ja, da sammeln sie sich wieder wie die dreckigen Käfer. Wir dienen dem König. Muss ich eigentlich das Tor zerstören? Zerstört die Zitadelle von Formus. Ja, das ist gut. Einfacher. Ich bin der Erste unter den Königsmann. Vielleicht müssen wir ja. Ich tue jetzt mal da angreifen. Unser neues Gebäude ist fertig. Das war die Truppe da. Neues Patrol. Und eben die Bogenschütze, die jetzt gerade kommen. Und dann ist es ja nicht dabei und jetzt wird gecuttet. Gut, und weiter geht's. Das ist übrigens, was jemand interessiert, dass wir 12 sind und kurz vorbei ist gekommen. Ja, die Armee, genau. Okay. Das nächste Gebäude, das zerstört wird. Nein, das ist viel wichtiger, Katapult. Das Gebäude ist fertig. Der Feind ist hier. Marschieren zum Sieg. Lass keinen am Leben. Oh Mann. Hält sie nieder. Macht euch bereit zu bauen. Fürchtet die Eis. Sterbt ihr. Original. Verdienen der Eisenkrone. Ja, das kann gerade zerstört werden. Aber unsere Armee ist bereit, wir greifen an! Na, der Hex, ich tue nicht einfach am Pferd, aber dann ist mir egal. Dann nervt mich ein bisschen, wo ich mir so dumm voranreite. Es ist zwar nützlich, aber... Ja, ich habe keine andere Kavallerie dabei. Jetzt mein Masterplan einfach geradeaus durchraschen, mal schauen, was es gibt. Vielleicht aus dem Weg, auf dem Weg noch ein paar Gebäude zerstören. Ich bin nicht mehr, was ich war. Immer auf Minimap schauen. Noch ein paar Häuschen kaputt machen.
Waldläufer bereit. Wir sind unterwegs. Menschen aus der Elf. Wir dienen der Eisenkrone. Reißt es nieder. Das Blutvergießen. Ja, jetzt gehen wir noch da. Wir haben da, da hilft ihr. Und sie bekommen Lawinen spendiert. Extra für Katapulten. Dann brechen wir durch. Da, ich hab's doch gewusst, es geht. Jetzt kann man da reinraschen. Und von jetzt an greifen wir nur noch die linke Seite an. Das ist mit mir. Machen wir schon mal nachdrucken. Dann geht's weniger lang. Oh, der Roger steht. Ich muss leider weg. So, aber die Armee haltet schon ziemlich einiges mehr aus. Aus die anderen. Nein! Rogash! Er ist tot. He's dead. Und nur ihr seid schuld, dann sterben die Verdammten. Und die zwei da, die da vorbeilaufen. Aber ich weiß nicht, wie es gesehen. Und momentan wieder von einem Katapult abgibt. Obwohl ich sage, von nichts macht ab viel. Aber da habe ich es gesehen, da ist ein Katapult, da ist ihr Spam. Ja klar, da. Hast du gesehen, wie das gehabt? Hat es irgendwie durchgeschafft in meiner ganzen Welt. Du gehst zurück. So, ein Gebäude nach dem anderen. Das ist so funktioniert. Da spammen sie ihre Truppe raus. Und das Spam-Ding zerstören wir gerade. Ich traue, die leben auch immer noch. Genau, das habe ich gerne. So richtige Tanks, die richtig viel aushalten, diese Gegend. Da hing so ein komisches Gebäude, so wie es. Nein, morgen. Ist ja wirklich dumm. Die kann natürlich auch ihre Zitadelle wieder beleben, das macht ihr auch. Und vielleicht geht es ja doch kürzer, also doch nicht 10 Parts. Da habe ich einfach wirklich das Gefühl gehabt. Denn anscheinend muss man das nicht zerstören, also nicht drin, sage ich mal so. Wir müssen ja einfach Zitadellen zerstören, steht ja da. Und schon hätten wir die Mission geschafft. Nur das komische Regierungsgebäude, vielleicht ist das ja etwas Wichtiges. Vielleicht wäre es ja irgendwie wo etwas, wo die Truppenspan stoppt, das wäre natürlich super. Jedenfalls ist es grösser als all die kleinen eben Gebäude, die man da sieht. Aufgepasst! Nächste Kavallerie. Einheit, die mich angreift. Wird vor allem angegriffen. So, man sieht die blau, es hat fast keine blauen Punkte mehr. Links, rechts mehr. Das ist gut. Kann ich noch, dass sie Führerschaft haben, also dann weiss ich, sie sind einfach stärker eigentlich. Und wir bringen die Verstärkung noch kurz. Wir können keine neuen Truppen ausbilden. Wir können keine neuen Truppen ausbilden. Mir heisst zerstört, aber es gibt anscheinend nur Gold für uns. Aber sowieso eigentlich nicht unbedingt brauchen. Noch ein bisschen, bis die anderen da sind, um alles zu zerstören. Die sollte eigentlich nicht allzu viel abnehmen. Ich bin die Stille selbst. Alle aufs Katapult, was sich da getraut hat, umeinander zu schneiden.
nicht mehr, was ich war. Und das dann noch zerstören. Der Turm da. Und stört. Alles. Alles ist weg. Und sobald wir dann unseren Angriff starten auf das Hauptlager, das ist da, müssen wir noch das Tor kaputt machen. Also sobald wir dann starten, eben Angriff, vorher gibt es jedenfalls noch Pause. Und dann, das wird dann im fünften Part stattfinden. Oh, wie lange haben die für so einen Scheiss Tor? Ist ja wirklich. Nächstes dummes Trüppchen, das Gefühl, das kann etwas ausrichten. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Baut endlich! Ich kann da mal einen Ort holen. Ich bin bereit für Angmar zu bauen. Der Feind greift uns der Truppmann! Ja, endlich geht die. Ich suche große Geister. Ach, der Rogast, der kann sich noch teleportieren, der ist schon so richtig gut. Die Seelen. Ja, also, aber ich greife jetzt extra mal da, denn das kommt im nächsten Part, im Part 5. Bis dann, eure Silverlight.